Der Sieger steht fest. Frankreich ist zum zweiten Mal in der Geschichte Fußball-Weltmeister. Und der 4:2-Triumph der französischen Nationalmannschaft über das kroatische Team bleibt vermutlich genauso in Erinnerung wie die Bilder der beiden Staatschefs. Denn der französische Präsident Emmanuel Macron und die kroatische Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic kommen sich beim Finale am vergangenen Sonntag sehr nahe. Nach dem Abpfiff fallen sich beide in die Arme und drücken sich fest aneinander, während Brigitte Macron die innige Umarmung sehr distanziert beobachtet. Bei der anschließenden Siegerehrung kann Kolinda Grabar-Kitarovic die Finger dann gar nicht mehr von Emmanuel lassen. Die Kroatin greift nach seinem Arm. Zusammen betreten sie händchenhaltend das Podium. Als während der Medaillenübergabe der strömende Regen einsetzt, sucht die kroatische Präsidentin sichtlich die Nähe zu Emmanuel Macron. Sie hält den Arm um seine rechte Schulter und will dem 40-Jährigen sogar über die Wange streicheln. Während der russische Präsident Wladimir Putin von einem Leibwächter einen Schirm gehalten bekommt, stehen die anderen Staatsoberhäupter im Regen. Doch Emmanuel Macron und Kolinda Grabar-Kitarovic scheint dies keinesfalls zu stören. Tropfnass und ziemlich verschmust beglückwünschen die beiden Staatsoberhäupter die Fußballspieler. Mit durchnässten Klamotten und großer Körperkontaktfreudigkeit kommen sie aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. Da macht die Dusche von oben nicht mehr so viel aus. Ob Emmanuels Gattin Brigitte über diese Aufnahmen auch schmunzeln kann?